Bürgermeister Robert Dienst gab uns einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten Laxenburgs im heurigen Jahr. Wir sind heute zu Gast bei Herrn Bürgermeister Ingenieur Robert Dienst in Laxenburg. Herr Bürgermeister, das Jahr 2013 geht langsam zu Ende. Was für ein Jahr war es denn für Laxenburg? Für Laxenburg war es ein äußerst erfolgreiches Jahr. Da bin ich sehr, sehr stolz darauf und das in einem Jubiläumsjahr. Wir haben ja heuer am 12. April 625 Jahre Markterhebung unserer Gemeinde gefeiert. Es war ein ganz, ganz tolles Fest mit weit über 500 Gästen, die wir in unserem Konferenzzentrum willkommen heißen durften und wo wir die Geschichte unserer Gemeinde Revue passieren haben lassen. Es war aber nicht das einzige wirkliche Highlight. Wir haben heuer erstmals eine Saison auf unserem neu angepachteten Badeteich absolviert, sehr, sehr erfolgreich. Eine Fläche von 44.000 Quadratmeter, wo ca. 22.000 Quadratmeter Wasserfläche ist, also doch ein relativ großes Areal. Wir haben hier in den vergangenen zwei Jahren mit sehr vielen Erdbewegungen eine ganz hervorragende Infrastruktur hergestellt. Und ich freue mich sehr, dass über 1100 verkaufte Saisonkarten letztendlich dann der große Erfolg waren und vor allem in den heißen Wochen im Juli und im August dazu beigetragen haben, dass Laxenburgerinnen und Laxenburger, aber natürlich auch viele auswärtige Gäste hier und Freunde unserer Familien, unserer Einheimischen, ein neues Freizeit-Eldorado gefunden haben. Wir haben auch als Gemeinde an alle dieser Saisonkartenbesitzer dann Fragebögen verschickt und erfreulicherweise sind weit über 600 zurückgekommen, die uns jetzt Aufschluss geben, welche Notwendigkeiten sind da, die wir verbessern können, wo wir die Infrastruktur noch ergänzen können. Aber ich freue mich natürlich hier sagen zu können, 99,9% haben große Zufriedenheit geäußert und das, gestehe ich auch ganz ehrlich, ist in meinem 15. Jahr als Bürgermeister nicht sehr, sehr oft der Fall gewesen. Ja, ein weiteres Projekt, auf das ich sehr stolz bin, weil es auch im Sinne der Bevölkerung sehr, sehr wesentliche Verbesserungen bringt, ist die Erweiterung unseres Doktorhauses. Wir haben hier zu dem bestehenden Objekt einen Zubau gemacht, haben damit die Möglichkeit geschaffen, dass unser Zahnarzt hier eine komplett neue Ordination mit modernstem technischen Equipment bekommen hat. Wir haben die Ordination von unserem praktischen Arzt entsprechend erweitert und neu ausgestattet. Auch in der Apotheke konnten wir einige Dinge verbessern. Und das war eigentlich der Sinn der gesamten Investition, wir haben drei neue Fachärzte gewinnen können. Wir haben hier unter der Federführung einer Hautärztin, nunmehr auch eine Orthopädin und einen Internisten und Rheumatologen. Das heißt also, die medizinische Vorbeugung, die medizinische Versorgung in unserer Gemeinde ist damit auch auf einen Level gekommen, der also ganz, ganz hervorragend ist und ich glaube, für die Größe unserer Gemeinde auch einzigartig ist. Und unterstreicht natürlich die Wohlfühlgemeinde Laxenburg. Die Wohlfühlgemeinde Laxenburg in all ihren Facetten. Man soll sich hier wohlfühlen, man soll den Lebensraum entsprechend genießen können, man soll die Freizeit entsprechend gestalten können. Und da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass alle diese Veranstaltungen, die wir hier durchführen, egal ob es jetzt unser Frühlingsfestival war, ob es das Sommerkino war, ob es die Komödienspiele in der Franzensburg sind, oder natürlich auch all das, was unsere Vereine, unsere Institutionen auf die Beine stellen, querbeet über das Jahr, das ist genau diese Qualität, warum Laxenburg ein so begehrter Ort ist und die Bürgerinnen und Bürger sich auch hier so wohlfühlen. Viele Kommunen in Niederösterreich stecken ja in finanziellen Schwierigkeiten. Wie sieht es denn mit dem Budget in Laxenburg aus? In Laxenburg haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr hart und ich glaube auch effizient und gut gearbeitet. Wir haben über 10 Millionen Euro jährliches Budget. Wir haben knapp über 50 Personen, die in der Gemeinde beschäftigt sind, sowohl teilweise natürlich auf Teilzeitbasis, sehr viele auch Vollzeitbasis. Wir bespielen hier doch sehr, sehr viele Bereiche vom Hort, vom Kindergarten, von der Kinderkrippe bis zur Bibliothek. Also hier tut sich unglaublich viel. Wir sind natürlich von der Situation her aufgrund unserer vielen denkmalgeschützten Objekte, die auch teilweise im Gemeindeeigentum sind, in einer Position, dass gerade die Erhaltung von historischer Substanz eine
teilweise sehr kostspielige Angelegenheit ist. Aber hier muss man sagen, dem steht Gott sei Dank gegenüber ein bestimmter Anteil, den wir haben, flächenmäßig am Industriezentrum Niederösterreich Süd, wo wir auch die eine oder andere Einnahme erzielen können. Wichtig ist es, dass wir als Gemeinde circa das 7- bis 8-fache Vermögen aufzeigen können, als das, was wir unter Anführungszeichen Schulden haben. Wir sind also eine sehr, sehr dynamische Gemeinde, die sich diese Dynamik aber auch leisten kann. Wir machen nichts auf Pump oder auf Zufall. Hier liegt gerade von unserer Vizebürgermeisterin, von Elisabeth Maxim, die auch, wie es so schön heißt, unsere Finanzministerin ist, durchaus eine äußerst gediegene Arbeit geleistet wird mit dem Team der Gemeinde. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Es hat sich also heuer wieder sehr viel getan in Laxenburg. Geht es mit dem gleichen Elan, mit dem gleichen Schwung auch ins nächste Jahr? Also an der Arbeitsintensität, da mangelt es eigentlich seit vielen Jahren nicht. Wir haben diese Eigenschaft, dass wir uns die Bälle vorlegen und dann eben wirklich heftig dahinter nach sind, um sie zu erreichen. Und es ist uns auch im Wesentlichen bis jetzt bei jedem Projekt gelungen. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Unsere Bevölkerung hat eine bestimmte Erwartungshaltung über das Leben im Ort, in der Nachbarschaft. Und da sind wir sehr, sehr aktiv dahinter. Und ich darf also für das kommende Jahr als einen der wesentlichen Punkte erwähnen, dass wir derzeit gerade dabei sind, den ortsweiten Regenwasserkanal fertigzustellen. Das heißt, im Bereich der sogenannten Friedenssiedlung sind wir derzeit dabei und schließen im nächsten Frühjahr diese Arbeiten ab. Dann haben wir im gesamten Straßennetz unseres Ortes diesen Kanal. Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger, denn die Starkregenereignisse werden ja leider immer mehr und immer heftiger, die Wetterkapriolen immer unplanbarer. Und wir wissen aufgrund der Aufzeichnungen, seit wir den Regenwasserkanal im Ort in diesen Straßenzügen haben, kommt es zu keinen Überschwemmungen mehr. Wesentlicher Punkt dabei ist natürlich auch unsere Baumpflege, die wir treiben. Also wir geben hier im Schnitt pro Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Euro nur für Baumpflegemaßnahmen aus von bestehenden Bäumen. Und das macht sich dann im Falle des Falles natürlich alles bezahlt. Es sind aber viele andere Punkte, die wir im kommenden Jahr setzen werden. Wir werden zum Beispiel die Planung eines neuen Wirtschaftshofes beginnen, mit dem wir 2015 dann starten werden. Wir werden im kommenden Jahr ein komplett neues Ortsbeschilderungssystem, eine Art Besucherinformationssystem auf die Beine stellen. Und ich hoffe natürlich auch, dass eines meiner Lieblingsprojekte, hinter dem ich seit vielen Jahren schon her bin, nämlich im Bezirk, eine sogenannte Bezirkskarte zur Realisierung bringen, wo wir mit einigen Gemeinden gemeinsam hier Dienstleistungen dann vereinfacht anbieten können, von Taxidienstleistungen über Zutritt zum Wirtschaftshof der Gemeinde, in unserem Fall zum Beispiel dann eben auch zum Badeteich oder auch in den Schlosspark hinein. Das sind sehr, sehr langwierige Projekte, denn man redet immer von der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, aber ich darf Ihnen aus Erfahrung sagen, auch als Obmann der sogenannten Arge-Sanierung Thermenradweg, diese Funktion hatte ich 4 Jahre inne, es ist eine äußerst mühsame Kleinarbeit, aber umso erfreulicher, wenn am Ende des Tages dann doch etwas für die Gemeinde, für die Region herauskommt. Und wie sieht es aus mit dem Projekt Hotel in Laxenburg? Das ist eine der Herausforderungen, von denen ich hoffe, dass sie im kommenden Jahr auch positiv abgeschlossen werden können. Es ist natürlich vom Finanzierungsvolumen her keine einfache Angelegenheit. Es ist für uns natürlich auch wichtig, hier den richtigen Partner zu haben. Wir haben momentan einen Investor, der mit einer international bekannten Hotelkette hier schon einen Vorvertrag zum Betrieb des Hotels abgeschlossen hat. Jetzt geht es noch darum, den richtigen Partner zu finden für das Bauprojekt, das doch auch immerhin eine Fläche von 16.000 Quadratmeter beinhaltet. Aber ich darf hier sagen, die internationalen Organisationen im Wesentlichen, also die Antikorruptionsakademie, auch die IASA, also unser Internationales Institut für angewandte Systemanalyse, das Konferenzzentrum der Kaiserbahnhof, unsere Touristen, die hier doch auch sehr, sehr stark uns in den vergangenen Jahren frequentieren, bis hin eben zu den Geschäftsreisenden aus dem Industriezentrum Niederösterreich Süd.
Da sind viele, die auf ein Hotelbett warten. Das Potenzial ist da. Der Investor erscheint mir als ein sehr, sehr qualitativ guter zu sein. Diese Hotelkette ist sowieso ein weltweiter Begriff. Also ich denke, wir werden hier im Frühjahr 2014 einen Erfolg vermelden können und dann steht die Infrastruktur für uns genauso, wie es eine Tourismusgemeinde der Kategorie 1 benötigt.